Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen, vorgetragen von Kali und Max. Heute mit Ausgabe Nummer 159 und heute hat Kali ein Filmchen mitgebracht. Das ist richtig, Max. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich mich gerne mal im asiatischen Kino austoben wollen würde. Und deswegen habe ich mich heute für A Chinese Ghost Story entschieden. Ein Film von 1987 aus Hongkong. Uiuiui. Mhm. Habe ich schon von gehört, aber auch noch nie gesehen. Ja, ob ich irgendwelche Schauspieler kenne oder Regisseur, können wir ja nachher nochmal ganz kurz gucken. Aber ich behaupte einfach, dem wird wohl eher nicht so sein. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ja, einer der riesigen weißen Flecken auf meiner Landkarte. So, ich habe jetzt zwar gerade letzte Nacht habe ich gerade A Touch of Zen geguckt. Wie hat er dir gefallen? War ziemlich geil, war sehr beeindruckend. Also auch mit, der geht 3 Stunden, oder die Version, die da jetzt zu sehen war, ging 3 Stunden. Es gibt wohl eine 200 Minuten lange Taiwan-Fassung noch oder so, habe ich gelesen. Und damals lief der wohl als 2-Stunden-Fassung im Kino durch die Produzenten runtergekürzt. Wie auch immer, das war ein sehr interessanter Film, so. Es war auch sehr, sehr schön umgesetzt. Aber es soll ja nicht um A Touch of Zen gehen heute. Der ist nämlich aus den 70ern, sondern wir gehen auf A Chinese Ghost Story. Ja, hast du irgendwelche sonstigen Erwartungen, Vorstellungen, Gedanken? Also ich habe tatsächlich auch nur sozusagen das Titelbild so vor Augen. Habe selbst davon auch noch nie was mitbekommen. Auch nicht, dass er mal im Fernsehen lief oder so. Zumindest ist mir das nicht bewusst. Ich erwarte eine schöne Gruselgeschichte mit ein bisschen Abenteuer und ich hoffe auch ein bisschen Humor. Mhm. Ich überlege gerade, ob der, ich habe ja vor ein paar Monaten mal wieder diese Reklamhefte da rausgeholt, ob der bei dem Horrorfilme dabei war. Ich meine, irgendwo war ein Artikel dabei. Aber ich habe eh schon vergessen, was drin stand. Bei dem Poster, kannst du da sagen, was da drauf ist? Also ich habe irgendwie so was Dunkles mit roter Schrift oder so vor Augen, aber ohne, ich könnte jetzt nicht sagen, was da konkret zu sehen wäre oder so. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es halt so ein Gruppenbild, so gezeichnetes. Das ist es. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal eine chinesische Geistergeschichte erzählen. Drücken hier jetzt gleich Pause und dann geht es sofort weiter. Nachdem wir den Film dann gesehen haben, schalten wir nämlich die Mikrofone wieder an und mal gucken, ob uns zu dem Film was einfällt. Und schon haben wir den Film geschaut. So ist es. Ja, allerdings haben wir jetzt tatsächlich eine Nacht noch drüber geschlafen, mhm, weil es mich komplett ausgenockt hatte. Dicken Kopfschmerzen, aber so ist es eben. Jetzt haben wir den schon ein bisschen wirken lassen können, beziehungsweise ich habe auch noch mal die letzten 10 Minuten nachgeholt. A Chinese Ghost Story. Den Originaltitel klemme ich mir definitiv, den kann ich auf keinen Fall aussprechen. Von 1987, Regie... Mhm. Hast du den Regisseur aufgeschrieben? Nee. Nee. Tja, dann gibt es jetzt keinen Rahmen des Regisseurs. ja, nun hatte uns ja ein Hörer auch geschrieben, dass er gerne ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Inhaltsangabe hätte. Möchtest du das machen oder soll ich mich versuchen? Weiß ich nicht. Was möchtest du gerne? Oder? Nicht unbedingt, nein. ja, versuche ich's. Aber zu intensiv fällt es jetzt auch nicht. Ja, im Grunde geht es darum, dass die Geschichte mit dem jungen Geldeintreiber Ling Changshen startet. Der begibt sich auf seine einsame Reise durch die Lande, um in verschiedenen Dörfern Geld einzutreiben. Und er ist ein, ich sag mal, wie dargestellt, ein sehr großer Unglücksvogel. Und kommt in ein Dorf an, um Geld einzutreiben und kann aber seine Notizen nicht mehr lesen, weil dann vorhin ein Regenguss gekommen ist. Dementsprechend wird er von den Schuldnern nicht ernst genommen und er kann sein Ziel nicht erreichen. Und da das sich alles in die Länge zieht, sucht er dann nach einer kostenlosen Unterkunftsmöglichkeit für die Nacht. Und da ihm keiner helfen möchte, wird er auf den verfluchten Lanro-Tempel verwiesen. Zu denen kämpft er sich dann halt durch und dort trifft er dann kämpfende taoistische Mönche und ganz viele Geistererscheinungen, ohne dass er die als Geistererscheinung überhaupt wahrnimmt am Anfang. Er übersieht sie ja auch.
Ja, okay. Er guckt immer zur richtigen Zeit in die andere Richtung aus Versehen und überlebt das Ganze ganz sehr, sehr gut, besser als andere Leute. Und dann geht halt das Abenteuer los, weil er sich dann halt in den einen Geist verliebt, den unbedingt immer retten möchte. Es wird ja auch eine gewisse gegenseitige Zuneigung erkenntlich, finde ich. Also es ist ja nicht... Ja, also die beiden verlieben sich, aber das Problem ist immer noch, dass sie tot ist. Ja, genau, der Geist hat einen kleinen Wissensvorsprung. Ist deshalb sich bewusst, naja, das wird wohl eher nichts. Ja, das ist ja sehr tragisch gehalten. Und soll ich jetzt noch weitererzählen? Also könnten wir machen, weil wir eh alles durchballern. Okay, ja gut, um das kurz und knackig zu machen, der Geist ist, also normalerweise sind in der Welt Geister als böse deklariert und sie ist ein guter Geist, die gezwungen wird von dem bösen Geist, sozusagen sie Männer zu beschaffen, damit sie diese die Seelen klauen kann. Und das liegt einfach daran, dass sie an der falschen Stelle begraben wurde. Und deswegen nimmt sie ihm das Versprechen ab, dass er ihre Gebeine in ihr Heimatdorf wieder zurückbringt, damit sie wieder reinkarniert werden kann. Genau, damit sie sozusagen. Und dadurch, dass sie aber mit dem bösen, mit dem Herr der dunklen Waldes, glaube ich, war. Der dunklen Berges, genau, dem bösesten Geist überhaupt in der Region, verheiratet werden soll, gestaltet sich das alles nicht so einfach. So, jetzt habe ich aber so viel an alles erzählt. Das ist auch sehr, sehr interessant, dass auch in der Geisterwelt Heirat ein Thema ist und so. Naja, ja, dann leg mal gleich noch nach, wie ist denn so dein erster Eindruck gewesen von dem Film? Mein erster Eindruck? Ich fand den super. Also ich hatte ja vorher gesagt, dass ich ja gerne Abenteuer, Grusel und Humor haben möchte. Ich habe alles bekommen. Und der Film ging tatsächlich mit dem Humor los. Nee, der Anfang war schon eher das Gruselige. Wir sehen nämlich diesen einen Mann in dem Tempel, der... Ach ja, das stimmt, das hatte ich ja schon. Vernascht wird, in Anführungszeichen. Also jetzt habe ich aber auch so, das ist so dieses typische Filme beginnen mit irgendeiner dunklen Szene und danach ist daneben, also einfach nur so eine kleine Einstimmung. Denk zum Beispiel bei Jurassic Park, vergesse ich eigentlich auch fast gefühlt immer wieder. Ach ja, stimmt, am Anfang ist ja dieser Zwischenfall mit dem Velociraptor, der da in den Käfig gesperrt werden soll und dann wird halt der eine Arbeiter da in den Käfig gezogen, sie können ihn nicht retten. Oder bei Kindergarten-Cop, Arnold Schwarzenegger macht erstmal den Terminator in so einer Drogenhölle und danach ist dann bunter Sonnenschein und alles. Also das ist ja so, finde ich relativ typisch. Es ist eine halbwegs düstere Szene, um so kurz zu etablieren und dann, in Anführungszeichen, geht dann der normale Film los. Jetzt ganz ich finde, also ich finde deine Auswahl an Beispielen jetzt wieder perfekt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das kann nur viel. Genau, also es geht also mit einer Sexszene los, wo ich so kurz gedacht habe, na, ist das hier wirklich ein Chinese Ghost Story? Das hast du auch und, laut geäußert in dem Moment. Genau, und dann kommt eben die Freuden des Sex bleiben eben, wären sehr kurz, weil dann eben eine dunkle Macht da aufzuziehen scheint und der Mensch noch laut schreit und dann ist Ablende. Genau, und dann startet der Film da, wo ich dachte, dass er startet, mit der Reise des armen Ling. Also ich nenne die jetzt mal alle nur beim Nachnamen, ne, damit es nicht ganz so peinlich heute wird. Alles klar, okay. Und zwar der Ling, der auf seiner Reise das Geld einzutreiben ist, da wird relativ schnell deutlich, dass er ein Unglücksvogel ist und dass er nicht gut bezahlt wird. Dadurch, dass er Löcher in den Schuhen hat, dass er einen löchrigen Schirm hat, dass er nicht wirklich Ausrüstung dabei hat, die ihn vor Unwetter schützt oder ähnliches und auch kein Geld hat. Sondern dass er wirklich seine Reise von dem Geld, was er eintreibt, sozusagen bestreiten muss. Er ist so ein bisschen so der Tollpatsch mit dem Herz am rechten Fleck. So. Ja, also er wirkt schon sehr rechtschaffen. Ja. Sehr einfacher Typ. Und ja, seine Einführung ist wirklich eigentlich ja fast schon Slapstick. Ich weiß nicht, ob das wirklich Slapstick ist, aber wirklich so kleine Sketche oder ein längerer Sketch. So eben, wie gesagt, der Schuh ist kaputt. Der Kompass, die Nadel, die einfach mal voll durchdreht. Hier, gehe 5 Meilen nach Süden. Ja, aber wo ist denn Süden? Der Schirm, der so das Abziehbild ist von einem tollen Schirm. Und da kommen halt hier die Diebe vorbei und werden gejagt und dann fliegen einfach auf einmal Köpfe durch die Gegend. Ja. So Blut spritzt ihm ins Gesicht, aber es ist irgendwie halt
eine Leichtigkeit darin, dass man denkt so, oh ja, ist irgendwie schon ein bisschen gefährlich, aber es ist halt so überdreht, es ist einfach komisch. Also es soll komisch wirken, es ist intendiert, es ist jetzt nicht, haha, ich lache, weil das ungewollt lustig ist, sondern das ist so gewollt und es funktioniert. Und die Szene endet ja quasi, glaube ich, gefühlt damit, dass er dann weiterziehen will und dann rennt er in diese Schlammpfütze da und bis dahin da ein. Hat er überhaupt nichts mehr. Ja, und hatten. Entschuldigung. Und die Szene ist gerade wieder verarbeitet. Aber gut. Ja, und so lustig ist es, ich finde, er hat da ein sehr interessantes Tempo. Ich habe kurz überlegt, ob das in Anführungszeichen das richtige Tempo ist. Oder ob da irgendwie das schnell ist, aber das soll so sein. Also auch eine sehr hohe Schnittfrequenz da stellenweise, wo ich so denke, meine Güte, ich glaube 87 wurde noch alles am Schneidetisch gemacht, also alles analog gemacht und nicht digital. Vielleicht täusche ich mich, alle Schnittmeister, die gerade zuhören, informiert uns. Aber wenn du wirklich so dann, ja, weiß ich nicht, eine Einstellung von höchstens einer Sekunde, wenn du überhaupt hast. Und selbst wenn das jetzt noch PAL-Laufzeit gewesen sein sollte, also mit 25 Bildern statt 24 Bildern, wird es dann im Kinolaufzeit auch nicht so viel länger gewesen sein, das Bild. Also da muss schon einer ordentlich geschwitzt haben, um das so dann immer zack, 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 zack zu schneiden. Das ist recht, das ist auch an vielen Stellen so, gerade in Kampfszenen. Da geht es ja, da weißt du gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Ne? Also es ist natürlich eine Variante, ne? dass man eben viele Großaufnahmen oder nahe Einstellung verwendet, um eben nicht gleich so eine Totale zu haben, um dann vielleicht den ein oder anderen Effekt zu kaschieren oder dass jemand doch nicht so gut kämpfen kann, wie es dann vielleicht aussehen soll. Oder eben so die, weil es ja alles handgemachte Effekte sind, wenn die da umher fliegen, wenn die eben, das sind ja auch gebastelte Puppen, die da als Monster umherlaufen oder als ausgesaugte Leichen. Und sowas kann man, oder wenn dann eben die ganzen Fäden durch die Luft schießen und die Leute umschlingen oder riesige Zungen zu sehen sind, das ist ja alles dann eher selten in lange andauernden totalen Einstellungen zu sehen, sondern eher so in Großaufnahmen und solche Sachen, um vielleicht das ein oder andere zu kaschieren. Oder eben auch um so ein hohes Tempo einfach zu erzeugen, was ja durchaus funktioniert. Ne? Drückt ja schön aufs Tempo. Und für mich das Interessante ist eigentlich, ne, weil wir sagen, es ist eigentlich eine relativ humorige Einführung und dieser Humor bleibt ja auch im ganzen Film so. Ja, also was ich auch göttlich fand, ist, als er im Dorf ist und dann und sie dann sagt, geh in den Tempel und das ganze Dorf hört mit, alle werden still, alle gucken ihn an, hat die Motto, oh Gott, nee, dann stirbt er ja, ne? Und dann dieses Getuschel, ne? Der wird sterben, er wird sterben und dann dreht er sich um, wieder alle ruhig und dreht weiter, Getuschel, Getuschel, dreht sich um, wieder alle ruhig. Also herrlich, und dann kommt der eine, ja, was machen Sie da? Ja, ich fertige hier die Säge an, ich meine ihre Größe. Also fand ich herrlich. Ich fand das von der Grundkonstellation auch so, vom Timing hat das wunderbar gepasst. Das war wirklich super gemacht. Ja. Also, da weiß ich nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich halt sehr oft, ne, ist halt ein Film aus den 80ern, muss dann eben auch an, logischerweise, das, was mir irgendwie so halbwegs vertraut ist, dass die Horrorfilme aus Hollywood oder eben aus Amerika und so denken. Also gerade wenn eben diese, was wir da noch nicht genau wissen, dieser böse Geist, der die Männer aussaugt dann letztlich, der so, wir haben die Ich-Perspektive, die so dicht über dem Boden umherfliegt, das ist für mich halt total Tanz der Teufel, weil da eben auch immer das Böse genauso über den Boden fährt, über den Waldboden vor allem auch, und auch da haben wir viel, natürlich die Natur fährt. So diese, ja, Skelettgeister, wie auch immer man die nun nennen will, erinnern mich halt so an eine Mischung aus Ray Harryhausen und relativ vor kurzem, jetzt fast ein Jahr her, habe ich endlich mal Hellraiser gesehen. So ganz entfernt auch da. Harry's habe ich nicht gesehen. Bei Tanz der Teufel gehe ich komplett mit. Das hatte ich auch teilweise gedacht. Harry's hatte ich gar nicht. Weißt du, was ich noch drin hatte? Ich hatte mich erinnert an meinen geliebten Haus 2. Ja, ne, weil der auch so diese humorige Stimmung hat. Ja, genau. Und auch diesen Horror-Aspekt extrem. Und weil du jetzt gerade eben das mit dem hier, ich fertige auch Särge angesprochen hast, musst du denken, ja, das ist doch eigentlich so eben hier bei Sergio Leone, Clint Eastwood, für eine Handvoll Dollar, was ja eigentlich wiederum auch, habe ich immer noch nicht gesehen, Yojimbo ist ja da die Vorlage eben, also aus Japan, also auch da irgendwie gewollt oder ungewollt, aber es ist so ein Thema, was halt auch schon früher in Filmen anscheinend aufgetaucht ist. Ja, und ich nehme an, dass das schon, ich behaupte das jetzt einfach, der hat irgendwie so ein paar von diesen Filmen auf jeden Fall auch gesehen und das dann vielleicht auch so im Kopf gehabt und dann seine eigene Variante da rausgeworfen. Wäre so geil hier. Ja, du musst deine Augen schließen, wenn wir jetzt darüber reisen.
Kann ich meine Augen wieder aufmachen? Ja, wie sollen wir sie denn sonst sehen? Was ich auch schön fand, war dieses, also als dann der touristische Mönch zu ihm rankam und meinte, ja, der muss hier verschwinden, der muss hier verschwinden. Und er, wieso müssen sie so nah wieder stehen? Nee, also ich finde auch, dass der Humor von vorne bis Ende perfekt funktioniert und er hat mich komplett abgeholt. Also wir können es mal kurz sagen, wir haben den im Original mit englischen Untertiteln geguckt. Genau. Und ich habe auch kurz so überlegt, sind das jetzt, also sind die Untertitel, haben die sich da was ausgedacht? Und das ist jetzt einfach so auf lustig gemacht, die Untertitel, oder ist das wirklich so? Und dann habe ich aber im Verlauf des Films gemerkt, doch, das scheint, ob es jetzt 1:1 ist, weiß ich nicht, aber es scheint schon sehr nah an dem zu sein, was sie da tatsächlich sagen. Also dieser Humor ist schon sehr präsent und hat eigentlich meine Erwartungshaltung auch unterlaufen. Also ich kann mich entsinnen, wie gesagt, ich hatte mal diesen den Beitrag da in dem Reklamheft gelesen und meine, da war schon so dieses, es ist halt in großen Anführungszeichen eine eigene Variante im Sinne von dem, was wir vielleicht als westliches Publikum gewohnt sind und vor allem ich auch so kenne. Ich meine, Evil Dead 2, hier Tanz der Teufel, hat eigentlich auch seinen dunklen, schwarzen Humor, aber es ist nicht unbedingt üblich, dass Horrorfilme so gewollt lustig sind auch. Genau, hat meine Erwartungshaltung ein bisschen gelaufen. Und es kommt ja eigentlich dazu, dass im Kern das eigentlich ja auch ein Drama ist und weniger eigentlich ein Gruselfilm. Also, wenn ich jetzt eine Frage würde, ich sagen, es ist halt ein Drama, eingebettet, sehr humorig in eine Geistergeschichte. Achso, ja, ich würde sagen, es ist eine Horrorkomödie mit Fantasy-Einschlägen. Aber wäre bei dir das Drama komplett raus? Weil ich finde, diese Liebesgeschichte oder diese sich entwickelnde... Ja, aber das Drama ist für mich also, der Kern der ganzen Geschichte. Naja, gut, aber ich finde... Ja, stimmt. Für mich ist mittlerweile so, dass im asiatischen Bereich... Also ich bin ja nur in der Serienwelt aktiv und nicht in der Filmwelt. In der Filmwelt habe ich ja extrem viel nachzuholen. Aber in der Serienwelt ist grundsätzlich so, egal welches Genre du hast im asiatischen Bereich, es ist immer ein Teil, ist immer gesetzt ein Liebesanteil drin. Das ist für mich, das zählt für mich damit komplett rein. Das muss ich jetzt nicht extra nennen, weil das im asiatischen Bereich da für mich einfach zuzielt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Film auch so ist. Also bei Serien ist es tatsächlich immer so. Ja. Egal, auch wenn du dann eine Thriller-Serie hast oder eine Horror-Serie oder so, irgendwas. Und wenn es nur anteilig gehandelt wird, aber es ist halt immer sehr stark präsent. Ja, und also ich finde diese sich anbahnende Zuneigung, Liebesgeschichte, Menschlichkeit, wird auch schön etabliert. Also wenn ich daran denke, es geht ja eigentlich damit los, oder ich weiß nicht, ob es wirklich damit losgeht, aber wenn er dann eben in diesen Tempel kommt und die beiden wollen sich da gerade umbringen und dann sagt er zu dir, und er kriegt dann eben von beiden eben ihre Schwerter, vielleicht sind es auch Katanas oder was weiß ich, für besondere Kampfwaffen. Wenn er dann sagt, ja, warum streitet ihr euch? Liebe liebt euch. Liebe übertrifft alles. Ihr müsst doch hier nicht solche Probleme haben und düdeldim. Also da schon diese Liebe angesprochen wird. Und dass er dann eben auch im Kontrast steht. Also wir haben, wenn er sie dann trifft erstmalig, haben wir zwei Opfer gesehen oder drei. Also ganz am Anfang der im Vorspann, dann der eine der beiden Kämpfer. Genau, ja, mehr ist ja noch nicht passiert. Da kommt er und da wird uns eben auch gleich ganz deutlich gemacht, während die anderen beiden Männer da eben sofort das Körperliche wollten anscheinend, als sie, man kennt das ja, man ist irgendwo alleine, zum Beispiel in einem alten verlassenen Tempel und plötzlich taucht eine Frau in Weiß auf, ist man ja sofort dabei, natürlich, oder man wäscht sich gerade nach einem Kampf und dann taucht eine Frau aus dem Nichts auf, auch die möchte man gleich bejuckeln. Und ne, also diese totale Körperlichkeit, die da eben sofort aufkommt und im Gegensatz dazu dann unser tollpatschig liebenswerter Held, der diese Absicht eben gar nicht hat, aus welchen Gründen auch immer, sondern dann eben ihr versucht zu helfen oder eben sagt, ja, du spielst aber tolle Musik, das ist ja schön, können wir uns nicht wieder treffen und so und vielleicht mal kennenlernen. Ne, also da wird ja ein klarer Kontrast aufgebaut und der dann natürlich letztlich dazu führt, dass er eben nicht das Schicksal wie die anderen Männer erleidet. Und genau, wird das aufgebaut, also dass sie dann auch diese Musik spielt. Die Musik finde ich zum Beispiel sehr schön. Da habe ich tatsächlich manchmal so, ich weiß nicht, ob Problem, aber da fällt mir eben auf so, ne, wir haben manchmal so ein bisschen diese Sprunghafte, sehr schnell mal erzählt und jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Geschichte und dann kommt diese ruhige Musik, die ich auch sehr schön finde. Das ist ein total schönes Set da eben oder Bühne. Also sind da am Wasser. Ich habe die Geografie zum Beispiel nicht so hundertprozentig im Kopf. So ein langer Steg und am Ende des Stegs ist eben ihre Bühne, ihr Konzertsaal, so mit weißen Gewändern so verhängt, Kerzenlicht und so, eben alles sehr, sehr schön ausgeleuchtet und aufgebaut. Und sie spielt halt ihre,
ich glaube, Quinn wird das im Untertitel genannt. Genau, das ist so eine Art Zitterlaute, halt eben so ein Zupfinstrument, was aber eben, ja genau, liegt. Also nicht steht wie eine Harfe, sondern liegt eben wie ja, eine Zither oder vielleicht so ein Klavier. Ein Klavier mit Saiten statt mit Tasten. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. Und das steht eben da. Ja, genau, da wird es eben so eingeführt. Finde ich sehr schön. Ja. Ja, ich fand auch allgemein diese Kulisse des Pavillons unglaublich schön gehalten. Ich fand aber auch, dass ich die ganze Musik im ganzen Film schön fand. Hm. Also ich fand sowohl die Hintergrundmusik, die mal eingespielt wurde, fand ich schön. Ich fand ihre Klänge auf der Quinn hat, fand ich unglaublich schön. Und was mich ja persönlich perfekt also abgeholt hat, war der Rap von dem taoistischen Mönch, als er keine Kampfszenen gemacht hat. Au. Wo er sozusagen zu dieser chinesischen Musik im Hintergrund einfach mal so einen wirklich einen Rap loslässt. Ne? Und ich habe davon immer noch einen Ohrwurm. Ich fand das so geil. Ich muss mir das irgendwie nochmal, rankriegen, dass ich das hören kann. Das fand ich so schön gemacht. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja, hat mich ja komplett abgeholt. Alle Freunde des Kanto Pop, vielen Dank. Und Kanto Rap werden da bedient. Ja, sehr schön. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, da kriege ich auch noch so eine Hintergrundgeschichte verpasst, ne? Wenn wir dann diesen Ausflug an den Gerichts... Wie heißt das? Ans Gericht haben. Zum Magistrat. Direkt ist das. Wo dann auch eben so wieder dieser Humor sehr direkt ist, so dieses, ja, ich bin der Magistrat, versucht mich zu bestechen, dann mache ich vielleicht für euch einen Fall auf. Also es ist ja, wir kommen an den Gerichtshof, weil unser liebenswerter Tolpatsch denkt, der eine Schwertkämpfer, mit dem er sich nachher verbünden wird. Den Jin. Versucht unsere Sushi oder Susi. Nennen sie doch einfach Nip. Nee, ständig Susi gesagt. Nein, Susi. Also den Geist versucht umzubringen. Was natürlich unser Held nicht weiß, dass sie ein Geist ist und sie natürlich mag, deswegen möchte er nicht, dass sie umgebracht wird. Und dann sieht er auf einen der vielen hunderttausend Verbrecher gesucht Steckbriefe, sieht er eben ein Porträt, was dem Mönch sehr ähnlich sieht. Geht deswegen zum Gerichtshof und sagt, hier, ich habe den Verbrecher gefunden. Und dabei wird dann eben aufgeklärt, dass es sich natürlich um eine Verwechslung handelt und vor allem, dass der Kämpfer auch mal, wie war der selbst Richter? Der war selber Richter. Und weil die alle korrupt waren, hat er genau. Keinen Bock mehr gehabt. Und vor allem genau. Die bösen Chinesen war das, ne? Die Mandarin-Leute waren böse. Deswegen wurde der Mandarin Yin genannt. Genau. Oder warte mal, das ist mal versucht, genau auf die Kette zu bekommen, weil ich behaupte, da ist so dieser unterschwellige Ton drin, wenn das eine Hongkong-Produktion ist, die bösen Chinesen, ne? Dass man dass da irgendwie so was mitschwingt. Naja, so ist das klassische bleibt bei eurem Geschäft, wir machen unseres. So. Also könnte man jetzt sagen, ne, einerseits, ja, die Korruption ist allgemein nicht gut, egal wo man herkommt, aber es wird ja eben ganz konkret gesagt hier, ja, die Chinesen waren eben so korrupt. Ja, es wird ja gesagt, dass er sozusagen sehr hart durchgegriffen hat und dass er sozusagen gefürchtet war überall, weil er die Strenge hatte und als er dann alt genug war, hat er gesagt, er zieht sich zurück und das war sozusagen von, nein, was wie er das selber sagt, er ist dann von den Menschen enttäuscht, er fühlt sich nicht zugehörig zu den Menschen und deswegen versteckt er sich bei den Geistern, da gehört er aber auch nicht hin und die Geister denken, er ist ein Mensch und die Menschen denken, er ist ein Geist und eigentlich ist er eigentlich nur einsam und allein und möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Und normalerweise ist er eigentlich auch gleichgültig, weil er schon so abgestumpft ist und als er diesen kleinen liebenswerten Tollpatsch kennenlernt, dann denkt er sich auch, er kann ja Ling nicht einfach sterben lassen und versucht dann doch ihm immer zu sagen, jetzt geh doch mal weg, jetzt verschwinde doch mal hier, warum bist du denn immer noch da, jetzt geh doch mal weg. Und dann, als dann Ling sagt, okay, ich gehe, dann kommt er, reißt ihm hinterher und sagt, Ling, du musst wieder mitkommen. Ich zeig dir jetzt mal hier das Grab, damit du mir glaubst, das sind wirklich Geister, dann glaubt er ihm, okay, jetzt musst du weg und dann auf einmal steht er hinter ihm, nee, ich hab's mir anders überlegt, bleib mal. So. Ja, ich würde sagen, das ist so ein interessanter Aspekt im Film, so dieses Ling, der seinen Weg finden soll. Also dass er am Anfang hier, wie gesagt, er kommt an diesen Wegmarker, Kui Bui Kleinstadt, wie die heißt, gehe jetzt 5 Meilen nach Süden, ja wo ist der Süden, ne? Also seinen Weg erstmal finden muss, immer dann hier, wo kann ich denn schlafen, auch das erstmal suchen muss und dann wird ihm von jedem gesagt, geh weg. Oder geh da nicht hin, geh weg, wir können uns, wir, hier bei mir kannst du nicht bleiben, geh weg, sonst passiert was Schlimmes. Ja, und im Endeffekt dann aber dadurch, dass er eben bleibt oder immer wieder zurückkehrt und seinen Weg geht, das Ganze dann eben doch, je nach Sichtweise vielleicht, zu einem positiveren Ende führt. Also dadurch, dass er ja quasi Shuji rettet, sage ich jetzt mal, gleichzeitig dabei hilft, dass der böse
als Mann gespielte böse Frau Geist vernichtet wird. Ja. Also der alte Frau Geist, die ist nicht vernichtet, der ist nur so geschwächt, dass er sich 100 Jahre wieder jetzt erholen muss. Okay. Das wird nochmal so gesagt, der ist einfach sozusagen erstmal ausgenockt los. Und der böse Geist des Schwarzen Waldes, der gefühlt 100 Köpfe hat, ich weiß nicht, ob sie den besiegt haben oder auch nur sozusagen rechtzeitig abgelenkt haben, dass sie noch rechtzeitig durch das Zeitfenster durchfließen konnten. Die sind ja in die Unterwelt eingestiegen und sind dann rechtzeitig nochmal hoch. Bei Sonnenuntergang schließt sich das ja. Das wurde ja auch nochmal gesagt. Ja. Da haben sie nur Timing gehabt und das war einfach nur Glück für sie jetzt, weil das war ihr letzter Tag, dass sie sich losreißen konnte mit ihren Gebeinen, dass er sozusagen dafür sorgen konnte, dass sie reinkarniert wird. Das ist ja, das ganze Prinzip funktioniert ja komplett nach den Lehren des Taoismus. Oha, da kennst du dich aus? Naja, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe ja schon das klassische Halbwissen. Ne, und der Taoismus zielt meiner Ansicht nach darauf ab, dass es halt immer dieser Kreislauf des Lebens ist. Das halt auch immer wie sozusagen, wenn du dann zum Ende kommst, dann wirst du halt wieder geboren und schreckst und dann geht das halt wieder von vorne los. Und also ich weiß nur, dass da ganz gewisse Abspaltungen beim Taoismus immer existiert haben, die sozusagen nach dem ewigen Leben gestrebt haben und oft da viel Alchemie und so mit drin war, auch so in der Historie selbst, aber das ist jetzt gar nicht irrelevant. Und auf jeden Fall dieser Kreislauf des Lebens, dieses Reinkarnieren ist ja auch wieder in diesem Film drin, dass auch gesagt wird, du musst reinkarnieren, sie möchte, das ist traurig, dass du nicht reinkarnieren kannst. Und wir müssen das jetzt machen, dass sie es machen kann, damit sie wieder zum Menschen wird. Und das fand ich auch interessant, so zum Schluss wieder nochmal sagt, naja, wann wird sie denn zum Menschen? Und er hat gesagt, naja, als Geist lebt sich leichter, da kannst du besser planen. Als Mensch, das ist ja keine zeitliche Sache vorgegeben, das ist halt, wenn es passiert, dann passiert's. Punkt. Ne? Also du wirst sie nicht wiedersehen, so oder so nicht, aber du hast sie gerettet. Du kannst mit dem guten Gewissen leben, dass ihr im guten Auseinandergang seid. Ja, und bleibt aber dann in der Hinsicht ja tatsächlich nur, also wie gesagt, ne, eigentlich ja positiv, weil sie gerettet worden ist aus ihrem Geisterdasein und vor diesen bösen Mächten. Andererseits kann man auch sagen, naja, aber die Liebesgeschichte geht eben nicht in Erfüllung und so müssen eben die beiden Männer weiter auf ihre Abenteuerreise ziehen und reiten ja dann dem Ende des Regenbogens entgegen. Ja, im wahrsten Sinne, also auch wieder wunderschön dargestellt. Ich finde, die Kulissen waren ja allgemein sehr schön gemacht. Ja, also es hat für mich auf jeden Fall wieder dieses gehabt, oh ja, keine digitalen Effekte, keine visuellen Effekte, sondern wirklich Spezialeffekte handgemacht und höchstens in Kamera irgendwelche Tricks. Und ja, wenn diese Skelette, also sind ja so ausgesaugte Menschen, sind das dann, aber ich nenne die jetzt mal Skelette, wenn die sich da bewegen und so, oder wenn die dann dahin schmelzen, wenn diese riesige Zunge kommt und ach, alles so, das ist einfach, das hat seinen Charme, finde ich, und für mich ist das eben immer noch mehr, also klar habe ich jetzt nichts dagegen, dass es auch visuelle Effekte gibt, heutzutage eben so Computertricks und alles, aber ich finde dieses Handgemachte, weil ich da immer das Gefühl habe, ja, das kann einen tatsächlich anfassen, ne? Also es ist jetzt nicht, da stand einer hier vor einer grünen Wand und dann hat man die grüne Wand halt mit Computer zusammengebastelt und so, das ist durchaus auch beeindruckend, die sehe ich auch nicht immer und erkenne auch nicht mehr alle visuellen Effekte, aber ja, Handwerkskunst auf der Ebene packt mich irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Das sehe ich genauso. Ich bin ja kein Fan von 80er-Jahre-Filmen unbedingt, aber die Effekte davon gefallen mir mit am besten tatsächlich. Also dieses Handgemachte, dieses wirklich ins Detail gearbeitete und gefertigte, finde ich, das hilft mir persönlich immer mehr, mich deutlich stärker auf diesen Film einzulassen, weil ich bin ja sowieso Mensch, wenn ich einen Film gucke, bin ich drin, aber das holt mich nochmal richtig rein. Und während ich jetzt diese CGI-Effekte, habe ich manchmal das Gefühl, da brauche ich eine ganze Weile, ehe ich da überhaupt reinkomme oder ich komme gar nicht rein, weil ich mich dann halt nur darüber ärgere oder so. Also so ging es mir zum Beispiel bei Indiana Jones 4 mit dem Kristallschädel. Da fand ich die Story gar nicht schlecht, aber diese Effekte, die waren so, oh, diese Effekte haben mich so genervt die ganze Zeit, dass ich gar nicht in diesen Film reingekommen bin. Hätte man das jetzt sozusagen auf die alte Art verfilmt, wäre der Film garantiert auch nicht so blöd geworden. Also da finde ich wirklich, davon bin ich überzeugt. Oder ein anderes Beispiel, Mumie 3 mit dem Grabmal des Drachenkaisers. Diese CGI-Yetis, ne? Ich werde die nie vergeben. Also, nee. Ja, was mir gerade noch einfällt, auch als Effekt, ist so, wenn gegen Ende, in diesem Schluss kommt, wenn diese Hände so durch die Wand kommen und nach denen greifen, das hat mich erinnert zum einen an Die Schöne und das Biest von Jean Cocteau, also eine der ersten Verfilmungen des Stoffes. Und ich meine,
Das kriege ich mir nicht so ganz genau hin. Ich weiß nicht, ob es bei Dawn of the Dead in der Trailer ist, wo dann so diese Hände so durch die Wand plötzlich brechen und das gar nicht im Film ist. Aber ich meine, irgendeiner von den Romero-Zombie-Filmen hat das so auch als recht ikonisches Bild. Frage ich mich dann auch, ob die sozusagen sich gegenseitig abgeguckt haben. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film tatsächlich genau vorher war oder so. Wobei Dawn of the Dead ist von 78. Das ist ja knapp 10 Jahre vorher. Naja, aber genau, also und alle diese schönen Effekte eben, wenn die da ausgesaugt werden, wenn der Kopf durch die Gegend fliegt, wenn Susies Schwester, ist die Schwester, ne, die glaube ich kopflos noch eine Weile durch die Gegend rennt. Ja, wie gesagt, auch die Flugeinlagen. Also ich muss sagen, das hat mir unglaublich gut gefallen, gerade mit diesen langen Kleidern, also mit diesen wirklich diesen langen Ärmeln, diesem Spiel mit diesen, ich sag jetzt mal mit Seidenstoffen allgemein. Also da bin ich schon empfänglich für. Das hat mir damals in Hero, als ich den damals im Kino gesehen habe, da war ich auch ganz begeistert. Der hat ja auch dieses Farbenspiel noch mit reingebracht tatsächlich, aber der war ja auch immer dieses mit diesen fliegenden Stoffen und diesen gleitenden. Und das ist auch das, was halt auch in chinesischen Dramaserien auch halt so relativ häufig ist, dass sie halt diese Sprunghaltung haben, wenn es diese Fantasy-Bereiche sind und halt auch diese Kleider und diese viel mit diesen, ich sag jetzt mal, viel mit diesen Lichteffekten gespielt wird, aber halt auch mit diesen Szenenwechseln, diese schnelle Szenenwechsel sind nicht mehr so da, diese Aufnahmenwechsel, und das ist meistens eher, das bleibt in der Total. Aber du hast halt trotzdem ganz viel Verspieltes, also auch in chinesischen Serien, da wird ganz viel gespielt. Also und das habe ich jetzt in diesem Film wieder gesehen, das habe ich gleich wieder begeistert. Also es war für mich waren das von den schönsten Effekten, war für mich, wenn sie immer mit ihrem Kleid da fliegt und oder wenn sie dann halt mit ihrer Zauberkraft hier die Ärmel oder so nutzt, um ihn zu retten oder das irgendwie anderweitig einzusetzen, fand ich total schön gemacht, fand ich unglaublich schön. Und ich fand auch sie unglaublich schön, ich finde das eine wirklich eine sehr schöne Frau, haben sie wirklich perfekt gecastet. Ja, weil du gerade sagtest Farben, da wollte ich kurz ins Wort fallen, weil ich finde auch der Film nutzt so das Thema Farben. Ne? Also wir haben sie ist der in weiß gekleidete oder weiß gewandte, hauptsächlich in weiß umherlaufende Geist. Die böse Obergeisterine ist schwarz gekleidet. Ihre Schwester ist gefühlt eher so rötlich, wobei sie nachher auch dieses eine Hochzeitskleid ist. Also es kommen auf jeden Fall diverse Farben und Abstufungen zum Einsatz. Ich könnte jetzt noch überlegen, wie die beiden Männer so hauptsächlich rumlaufen. Glaube ich eher so in Anführungszeichen Erdtöne oder so, ja, Erdtöne, so gedeckte, ja. Farben. Ja, lila hat er nochmal an, so Fliederfarben. Also das ist auch da, wobei ich habe jetzt Hero tatsächlich noch nicht gesehen. Also das wollte ich gerade sagen, weil ich habe so gedacht, als du es gerade so gesagt hast, ja, das stimmt, aber der hat doch Hero jetzt nicht gesehen, oder was? weil Hero ist echt wirklich alles extrem erzeugend. Da hast du nur eine ganz weiße Wand, du hast ja nur eine ganz gelbe Welt, dann nur eine ganz blaue Welt. Das ist dann wirklich, das ist wie Ashes of Love, das ist auch so ähnlich. Das ist die Serie, dass du dann doch denkst, boah, kostet das. Ja, genau, dass eben da sehr, sehr stark das nochmal ist. Oder dass es bei Hero mit Sicherheit deutlich stärker und expressiver noch eingesetzt wird, das Thema Farben. Also ich hab jetzt gerade beschlossen, dass wir demnächst mal Hero gucken werden. Wahrscheinlich aber dann nicht im Podcast. Nee, im Podcast aber nicht, aber... Ja, wie gesagt, genau, oder auch hier Crouching Tiger, Hidden Dragon, das sind auch so Filme, die bei mir eben, die ich nicht kenne. Wobei ich ja, wie gesagt, jetzt Touch of Sandman gesehen habe und der gilt somit als Inspirationsquelle, Vorläufer. Aber das ist auch Hongkong, oder nicht? Ich will mich jetzt wieder nicht. Der ist irgendwie Taiwan. Na, Taiwan und Hongkong hat man ja häufig Kooperationen. Naja. Okay. Genau. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich frage jetzt bloß, deswegen im Rande, wenn mich das mal interessiert. Ja, ich bin mir schon wieder nicht mehr sicher. Ich meine. Also wurde mir am Rahmen Taiwan Film Commission Kulturerhaltungsprojekt restauriert und. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja. Ich finde auch wieder interessant, was für Elemente so einfließen. Also wenn man sagt, eben als Chinese Ghost Story ist ja so wie quasi, wird jetzt uns ein Märchen erzählt, eine Geistergeschichte. Also das ist ja auch irgendwie was mir die 5, 7 Filme, die ich halt gesehen habe, so durchaus präsent erscheint, das Thema Geister oder geisterähnliche Erscheinungen. Also wir hatten ja, ach du Schande, jetzt komme ich wieder nicht auf den Titel. Ich glaube, wir hatten mit dem Bahnhofskino zusammen mal eine Folge zu Ugetsu gemacht, Ugetsu Monogatari, Geschichten unter dem Regenbogen oder so, ich komme nicht genau auf den Titel, wo das eben auch eine Rolle spielt, Geister, vor allem weibliche Geisterfiguren, und ich komme nicht mehr auf den anderen Film, den ich mit Christian geguckt habe, mit den Frauen, die in der, ja,
Wirklichkeit gewordenen Vagina-Leben, wenn man das da sehr, ich überlege, ob das Onibaba war, aber ich bin mir nicht sicher. Das steht im Archiv, kann ich ja auch mal nachgucken. Aber wo das eben auch so vorkommt, so Frauenfiguren, die sind dann in dem anderen Film, den ich jetzt meinte, sind die real, aber auch da spielt dann eine Maske eine große Rolle und eben so Sachen, die vielleicht doch nicht Wirklichkeit sind oder der Realität entrückt sind. Und das ist eben anscheinend ein Motiv, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer direkt so präsent im Titel steht wie bei Chinese Ghost Story, die eben sich, wobei ich jetzt glaube ich auch japanisch und sonstiges zusammenwerfe, also ich behaupte jetzt einfach mal fernöstliche Erzählungen, das häufig aufgreifen anscheinend. So das Thema Geister. Ja, also ich hatte noch ein bisschen reingeluschert beim Cast halt selbst auch und die Nipsho Shen spielt, ist die Joey Wang. Und die wurde halt durch ihre Schönheit, die hat damals einen großen Boom erlebt, die wurde halt durch diesen Film erst richtig entdeckt und hat dann halt danach in ganz vielen Hongkonger und taiwanesischen Produktionen auch immer wieder die Rolle des weiblichen verführerischen Geistes übernommen oder halt auch so, ich, wie heißt denn das nicht, so feenartig auch halt, also mythologische Figuren tatsächlich aus der asiatischen Mythologie wurde halt immer wieder in diesem Film dargestellt und das ist sozusagen, hat sie sozusagen die Rolle, so wie in Amerika, die dann halt die Scream Queens sind, ist war sie dann sozusagen da hier die Geisterdame. Mhm. Hat ja sozusagen ja wirklich sich einen Namen dadurch auch gemacht, ist auch recht bekannt geworden dadurch. Immer wahrscheinlich Fluch und Segen, wenn du nur noch diese Rollen kriegst, aber überhaupt kriegst du dann immer viele Rollen. Naja, aber ich sag mal, Mythologie oder allgemein Religion oder Philosophie ist ja meistens eher so in dem Raum mit Philosophie auch gekoppelt, spielt ja schon im ostasiatischen Bereich eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Und von daher finde ich, ist es glaube ich schon ein sehr greifbares Thema auch gewesen und wahrscheinlich auch wird es heute auch noch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die Jugend dazu steht, wie sich das gewandelt hat, aber du hast ja trotzdem immer noch diese Schule, ne? Ring ist doch so noch ein modernes Geisterding. Ring? Es ist das von Japan. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, ich habe mich von wegen Chinesisch auf Fernost, weil ich das alles zusammenwerfe mit Japan und sonst woher, wo das eigentlich herkommt, keine Ahnung, mache. Nee, was ich glaube ich eigentlich noch sagen wollte, genau wie diese Geschichte erzählt wird, oder was in diesem Film eben erzählt wird, wir haben die Lieder, die waren hier auch untertitelt, die ja auch sehr stark kommentieren eben. Oh, ich habe so einen Ohrwurm, tut mir leid, ich möchte nur, wenn das ein Lied von ihm hören. Das wird ja liebst jetzt hier einspielen. Ja, das ist natürlich die vor allem die Humori-Variante, aber gerade zu Beginn eben, wenn unser Kollege da eben den Weg sucht, dann kriegen wir eben gesagt, ja, die Straße ist nicht so leicht und zeig mir den Weg und sonst wie was. Und auch zum Schluss, ich weiß gar nicht, zwischendrin sie selbst hier, Sushi, singt ja auch nochmal selbst was. Und dann zum Ende kommt auch nochmal so ein Lied zum Thema der Liebe und so und verlass mich nicht und Sonne und Sonnenauf- und Untergang und dass die also sehr da, also genau, es wird eben nicht nur der Film erzählt uns eine Geschichte, sondern die Lieder erzählen uns eine Geschichte. Dann haben wir ein zentrales Motiv, ist eine Zeichnung, die angefertigt worden ist, wo sich im Laufe des Films herausstellen wird, das ist eine Zeichnung von, auf der Sushi zu sehen ist. Ja, und die Zeichnung fand ich auch wunderschön, hätte ich auch sofort gekauft. Da fängt er dann hinten raus auch noch an, dort eine Geschichte eben aufzuschreiben. Ne? Also auch da wird eine Geschichte in der Filmgeschichte erzählt. Ich hatte teilweise auch das Gefühl gehabt, zum Ende hin, wenn sie dann sozusagen ihren romantischen Moment haben, sozusagen nachdem er dann die Urne schon von ihr hat, schreiben sie sozusagen auf dieses Bild ein Gedicht zusammen? Ja, genau, das meine ich halt. Ist diese Geschichte, ja. Also schreiben sie es auch auf dieses Bild direkt? Also habe ich das richtig gesehen? Ja, sah mir so aus, dass das Teil dazugehörte, genau. Okay, das wollte ich nochmal abgleichen. Da war ich mir gestern nicht so sicher, ob ich das jetzt nur falsch interpretiert habe oder ob es wirklich so ist. Dann haben wir noch die mündliche Erzählung durch den kämpfenden Mönch hier, durch Meister Yin. Heißt er Yin? Ja. Ne? Ist Yin, ja. Yin Shikha. Yin. Mandarin Yin. der eben dann auch die Geschichte der Geister erzählt, also konkret dieser Geisterrunde, die er da eben versucht zu vertreiben, glaube ich. Ne? Also das, ja, diese Lust am Geschichtenerzählen sehr groß ist irgendwie, habe ich den Eindruck. Es ist ja, oder ist auch was mir irgendwie gefällt. So diese ganzen kleinen Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht immer unbedingt riesen ausgefeilt sind und natürlich ja, in groben Zügen eher stattfinden, so dieses, ja, die Liebe, die nicht erfüllt ist und sonst wie, oder eben hier die Geister, die immer weiter rumspuken müssen, weil die halt böse sind ausnahmsweise. Also eine Geschichten in den Geschichten drin, so.
Das mag ich. Ja, hat mir auch gut gefallen. Muss ich auch sagen. Da stimme ich dir komplett zu. Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken gehabt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Achso, was ich auch schön, also was, ja, also erstmal, du hast recht. Ich will jetzt nicht zu doll springen in der Handlung. Hat mir auch sehr gut gefallen mit diesen kleinen Geschichten in Geschichten. Ich fand es auch niedlich, zum Beispiel zum Schluss, als er die ganzen Urnen da aufreiht und dann auf einmal lauter andere Madame da erscheinen, außer jetzt seine Göttergattin da. Und dann auch noch der Angestellte von der Herberge. Seine Männerstimme. Ja. Ihr habt gerufen, was habt ihr gerufen? Was sollte was nicht herkommen? Also das fand ich schon sehr schön. Ich fand auch diese allgemein diese schönen Momente, dieses Kopfsuppe. Ja. Einfach ist teilweise genau, das kommt, es ist so ein Überraschungseffekt, ne? Also es ist der Humor an sich und dann man könnte es ja auch gruselig inszenieren, dass es irgendwie so, wir haben Spannungsmusik, er bewegt sich ganz langsam, wir denken, oh, jetzt kommt gleich der nächste Schreckenmoment und dann hebt er den Deckel an und dann machen die Köpfe noch Buh oder irgendwie sowas, aber nein, dann nimmt er, oh, Kopfsuppe, reißt noch das eine Gewand von der Wand, dahinter sind 1000 Totenköpfe, oh, ich glaube, wir haben ein Problem. So, ne, also diese Geschichte ist ja auch nochmal, ja, genau. Also was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön fand, war der Einsatz von dem Qigong. Also wie lange dieses ganze Martial Arts mäßige, dass die sozusagen ihre Kämpfe da hatten, diese Bewegungszüge, die sie hatten. Also immer, sowohl der übersinnliche Mönch als auch unsere übersinnliche Nip, wenn die dann auf einmal so, wenn irgendwo, die können ja fliegen, die können ja dann auf einmal so 20 Meter in die Höhe. Und wenn die jetzt einfach mal so machen, so ganz spontan aus dem Tritt und er dann daneben steht, ach, du machst Qigong? Also, man denkt so, ja gar nicht gesagt. Ja. Und dieses, echt, wenn ich ins Qigong-Kurs belege, kann ich ja so ein Hochhaus hochhüpfen? Und die Antwort lautet ja. Also das wäre ja schön, ne? Ja, das hat mir auch gefallen, weil Qigong ist ja auch so Taoismus, das ist ja da auch so mit drin in der Ausbildung, das war ja auch noch diese Anspielung. Was mich zum Beispiel verwundert hat, was ich nicht verstanden habe, da muss ich mich jetzt mal als dumm outen, warum, ich weiß nicht, ob das an der Besetzung lag, aber warum die Geister mit dem Sanskrit in Schach gehalten werden konnten. Das ist doch meiner Ansicht nach eine indische Schrift dem Hinduismus. Er sagt ja dann immer genau, hier, wenn mit Buddha wird alles gut, so ungefähr. Also das, ja, die Lehren von Buddha da eben. Ja, aber Buddha kann ja auch Taoismus sein, das muss ja nicht. Und also, Hinduismus hat kein Buddha. Also du siehst von mir ein großes Schulterzucken und Händeheben im, da habe ich noch weniger Ahnung als du. Ich weiß es auch nicht, aber ich kann mir eben nur von dem, was mir da erzählt wird, ableiten. Ja, das ist, wie du sagst, eben eigentlich eher aus dem Indischen oder eben in Sanskrit ja vor allem, was ich jetzt auch nicht da als Chinesisch zuordnen würde. Und ja, ist eben vielleicht einfach noch eine weitere mythologische Ebene dann. Ja, was mich gewundert hat, also ich habe da versucht, so mein Grundwissen an Religion zu sortieren. Und ich weiß, also ich meine, dass der Taoismus wurde ja durch Lao Tse damals geprägt. Und ich weiß, dass da damals sozusagen mit dem Buddhismus, dass da ein riesengroßes, also dass damals der Buddhismus und der Taoismus damals in China sehr konkurriert haben und dass damals irgendwie, dass sich dann die Taoisten damals so eine Geschichte ausgedacht haben, dass Lao Tse nach Indien gereist ist und da sozusagen alle bösen Verbrecher bekehrt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob der Sanskrit darauf eine Anspielung ist. Oder ob tatsächlich dementsprechend auch indische Schriften mit in den Taoismus reingekommen sind, was ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen kann. Das glaube ich nicht. Tja, da können wir eigentlich nur hoffen, dass wir Hörer haben, die sich da entsprechend auskennen und uns das sagen. Oder? Ja, aber das ist mein Gedanke, weil ich hatte so, ich dachte so, hä? Ja, aber das ist doch Hinduismus in Indien. Gut, da gibt es halt auch immer wenige Buddhisten, aber eigentlich Hinduismus, und das ist ja polytheistisch. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Und nee, immer so mehr ich mir dachte ich so, wie ist denn das gestaffelt? Wieso ist das ein Übersetzungsfehler? Sagt er vielleicht was anderes, aber ich kenne jetzt auch keine Schriften vom Taoismus selbst. Also da geht schon wieder los. So tief bin ich in der Materie nicht drin. Aber das fand ich unglaublich spannend, dass dieses Sanskrit dann immer rausgeholt wurde und dann sind die Geister weggehüpft. Bumm. Das fand ich auch. Also das, genau, die Kraft des geschriebenen Wortes. Ne? Es gibt ja auch da wieder so diesen Slapstick-Moment, dass er hier unser Ling hat auf seinem kompletten Rücken, Segen, das Segen. Also da hat er halt auf jeden Fall sich einmal in dem Dorf irgendwo falsch angelehnt und dann alles halt aufgedruckt auf seinem Rücken stehen. Und wenn Xu Xi das erste Mal sieht, dann schreckt sie auch irgendwie zurück. Ne? Ja genau, er hat ja diesen Talisman. Das ist ja immer Talisman, die so vergeben werden. Das ist ja öfter in älteren Filmen der Fall, dass dieses geschriebene Wort ein Talisman, du willst Glück haben oder hier, du wirst gesegnet werden, nimm den mit. Du hast drei Wünsche. Das ist heute teilweise tatsächlich immer noch, also das ist bis zum heutigen Tag tatsächlich immer noch aktiv. Ich hatte ja vor einer Weile,
japanischen Film gesehen, da war das halt auch nochmal ganz stark in den Tempeln. Und das ist zum Beispiel auch in Thailand noch sehr, sehr stark, aha, so, dass die dir sowas mitgeben, ne? Und was dann eben ist, ist eben, was du ja gesagt hast, wenn dann diese Sanskrit-Schrift kommt, wenn er die dann so aufmacht, das Buch, und den entgegenhält, den Geist, dann scheint das eine ziemliche Macht auf die auszuwirken und die müssen zurückweichen. Aber da musste ich auch lachen, weil als er denn diesen Kampf in der Hütte hatte, wo er immer, wenn er das Buch aufmacht, zu so der Zunge, die reagiert da gar nicht drauf, und egal, wo er das Buch hinhält, auch wenn Nip hinter ihm steht, dann dass die immer durch die Gegend fliegen muss dann die ganze Zeit, als würdest du dann vertrimmt werden. Also das fand ich auch sehr interessant dargestellt. Also diese Macht nochmal so hervorgehoben, also das fand ich wirklich interessant. Ich muss, wo wir gerade hier gerade sind bei den großen Kämpfen, natürlich ich fand den Kampf mit der Zunge, also ich fand diese Idee, diese Monsterzunge, die einfach kein Ende gefühlt hat, und dann dieses, das fand ich als Hauptgegner am Anfang sehr, sehr interessant gemacht. Ich fand sie auch sehr schön inszeniert, aber wie sie ja noch meint, lass die Zunge nicht in den Mund. Ja, Gottes Willen, das möchte ich auch gar nicht. Und wie sie dann immer so schlabber, 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 schlabber da vorne die ganze Zeit da macht, das fand ich auch so, oha, wer weiß, was da passiert. Und dann allgemein diese ganze Inszenierung, wenn die Zunge sich dann auflöst, geteilt wird, da kommt der Alligator oder was weiß ich, was Kaimankopf durch, denn ist am Ende des Kaimankopfs auch der richtige Kopf von dieser Mannfrau. Wie heißt denn das? Im Rachen. Ja, im Rachen. Also das fand ich göttlich. Also das hat mir ja wieder gefallen. Das war ja wieder mein Humor. Aber gab es da irgendwie nochmal in Anführungszeichen rationale Erklärung, warum es nur ausgerechnet die Form einer Zunge ist? Also wie das zustande kam? Also ich überlege halt, was ist das? Das ist ja, ne, also irgendwie okay, ist ein bisschen eklig oder so, aber was ist das Symbol? Was bedeutet das? Warum nimmt man ausgerechnet eine Zunge? Warum nimmt man nicht eine teuflische Hand oder was weiß ich? Oder was halt so man nehmen könnte. Also das Problem an der Sache ist, ich weiß, dass es gesagt wurde tatsächlich. Ich habe auch die Szene vor Augen, wie sie gerade so mit ihm langläuft und das sagt mit die Bedeutung der Zunge. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß nicht mehr die Antwort darauf. Ich weiß, es ist im Film drin. Also wer jemand, jeden, den das interessiert und der den Film guckt, der wird die Antwort finden. Das kann ich euch schon sagen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr so präsent. Warum ist es abstrakt? Also ich fand auf jeden Fall, als denn, abgesehen von der, das wird ja immer von Anfang an gesprochen, von dem bösen Hexer, Herrscher des dunklen Waldes. Und der wird ja die ganze Zeit immer nur darüber gesprochen und siehst den ja gar nicht. Du hast ja da gar keine Verbindung zu. Und als er dann marschiert, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch Sauron auf seinem Weg. Genau, wird da mal ein Gesicht gezeigt, wird er eher so als angeleuchtet, als Schattenschemen. Das ist ein Sauron von vorne bis hinten, nur dass er im Kopf voller Leichen hat. Also bleibt eben eher tatsächlich noch geisteriger, unfassbarer als die anderen Geister, ja. Er wird ja auch als mit das die höchste Instanz in der Hinsicht sozusagen gewertet. Also das kommt dann auch nicht von ungefähr. Ja, ich musste gerade eben nochmal an die Szene denken, als Ling dann doch übernachtet in dem Tempel und dann kommt hier Yin vorbei und er versteckt sich in diesem kleinen Holzding. Ja, und dann die Hände da vorne, ne? Irgendwas bringt. Und dann eben diese Skelette da, die erst eben auf dem Dachboden sind und dann im Keller. Ja, ich dachte, also ich weiß gar nicht, ob das ein echter Keller ist, aber da haben sie anscheinend ein ziemlich großes Loch ausgehoben unter dem Tempel, warum auch immer. Also dass man da eben sozusagen die Geister, die ich rief, oder was man, also die Sachen, die man so, wie heißt es hier, im Closet, ne, dass man so seine dunklen Sachen, die schiebt man ja irgendwo hin, wo sie nicht gleich jeder sieht, und hier eben in den Keller sozusagen, und da lauert dann immer das ganze Böse. Was ich interessant fand, war, dass sie auch als tagaktiv beschrieben wurden, obwohl sie nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden durften. Das ist ja sozusagen das, was nochmal der Yin sagt, wenn er ihn sozusagen besucht, also nachdem er sich nach hinter diesem Holzleiste da versteckt, sagt er ja nochmal, das sind Geister, die ruhen nicht, die sind auch am Tag aktiv, du musst aufpassen, du bist jetzt nur, gerade Sonne, hast einfach nur Glück gehabt bisher. Wo er dann denkt, naja, und dann siehst du dann mit dem Schatten, die dann gehen, und dann fällt er da unten rein, macht das Fenster auf, weil er denkt, ach ja, schönes Sonnenlicht, mal ein bisschen recken und strecken, den Tag begrüßen, und alle anderen schmelzen hinter ihm, und er kriegt das gar nicht mit, bis er dann merkt, dass seine Tinte da, bis es in Schaum und bestial stinkendem. Und schön auch die Leiter, mit der Leiter einen aufgespießt da. Ja, und da habe ich sowieso tot gelacht, und das war ja auch wieder. Und dann nicht, es war ja auch so ein ausgereizter Witz, ne, dass er die mit der Leiter aufsteht, dann den
Ja. Und dann kriegt er die ganze Zeit weiter und weiter und er kriegt das gar nicht mit. Dann geht er wirklich so wie Karl Doof dann durch die Gegend. Das war für mich auch so, weil ich so dachte, naja, halt dass unter dem Raum, in dem er sich befindet, dass da irgendwie noch ein, halt so ein was ist, okay. Und dann habe ich gedacht, die Leiter ist doch, weiß ich nicht, fast 5 Meter hoch so gefühlt und die ist jetzt quasi an der Bodenkante bis nach unten. Also das geht jetzt nochmal 5 Meter da runter. Stell dir mal vor, da ohne dass irgendwas wäre, da bricht jemand durch diese eine Holster, der fällt erstmal 5 Meter auf den Boden, der ist so tot oder was? Also, was ist das für ein unsicher gebauter Tempel? Hat er das so gebaut? Ja. Ja, genau, und die Leiter wird ja auch immer wieder für Humor genutzt, denn auch wenn er sozusagen die Leiter hochlaufen will und die Leiter geht aber immer weiter runter oder hoch, ich weiß gar nicht mehr, hier, oder wo die Sprossen. Ja, da also das fand ich auch schön dargestellt. Ich meine, dieser Witz war ja nicht neu, aber er war unglaublich schön umgesetzt. Ja. Chinese Ghost Story. Hast du beim Titel Chinese Ghost Story auch so etwas erwartet tatsächlich, also so wie es jetzt gekommen ist? Ja, also wie gesagt, die Erwartungen wurden ziemlich unterlaufen. Also an sich ja, so eine Geistergeschichte, ja. Ich hätte sie mir düster, schräg, gruseliger vorgestellt, ohne den ganzen Humor. Ja, ich glaube, das ist vor allem, also das ist diese Humor, der so drin ist. Das war tatsächlich die größte Überraschung, schräg, Irritation. Ja. Okay. Wie ist mit deiner Erwartung? Ich habe es mir auch deutlich ernster und gruseliger vorgestellt. Also das mit dem Humor, dass der Humor drin ist, habe ich bei einer Rezension bei Dramalist gelesen gehabt. Mhm. Dadurch wusste ich das schon. Ich wusste jetzt aber nicht, in welchem Maße der präsent ist, ob der mal so ein bisschen mitschwingt, so wie bei Kingdom der Fall war, dass da mal eigentlich Grund der Weltentwurf eigentlich ernst ist, dann hast du mal so einen kleinen Schmunzler zur Auflockerung oder ob das jetzt so slapstickmäßig ist, durchgehend gezogen wird wie hier, das wusste ich nicht. Also aber ich bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja selber auch mit dem asiatischen Filmkino ja so gut wie kaum Berührungspunkte. Mhm. Bin jetzt aber auch extrem gewillt, das wieder ein bisschen endlich mal aufzuholen, tatsächlich, durch meine Serienleidenschaft, die ich ja in diesem Bereich schon länger pflege. Wird es auch langsam Zeit. Und ich hatte zum Beispiel beim Thema Hongkong, also hatte ich, da habe ich am Anfang ein bisschen gestockt, weil ich weiß, weil das Hongkong auch eine große Filmindustrie zeitweise hatte. Aber ich weiß zum Beispiel aus dem Serienbereich sind Hongkong-Serien immer sehr ernüchternd inszeniert. Also ich habe da noch nie geschafft, einen durchzugucken, weil das meistens immer so, ich weiß nicht, so Lacorn-mäßig wirkt, dass ich das nicht... Was heißt das? Ja, so Seifenoper-mäßig auf einem niedrigeren Niveau gefühlt, also im Vergleich zu anderen Produktionen, die du jetzt aus, die man, wo man jetzt verwöhnt ist aus Korea oder China oder selbst Japan. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn es jetzt auch so ist, dass die Filme auch so in diesem Bereich sind und diese so eine Orientierung sind wie Hongkong, dann mal sehen, ob das was wird. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel diese ganzen, also wenn ich jetzt an Hongkong denke, was ich da verbinde ich ja persönlich plus John Woo und Jackie Chan mit. Das ist bei mir auch schon Ende im Gelände. Jackie Chan Hongkong? Doch, Jackie Chan ist definitiv Hongkong. Ich glaube, der so bei ist quasi. Nee, Jackie Chan ist definitiv Hongkong geboren und Hongkong wohnt. Ich habe mit Jackie Chan jetzt ein bisschen mehr zu tun als du, weil der seit diesem Jahr sich komplett auf Serienregie umgeschwenkt hat. Das ist Jackie Chan. Also es ist Jackie Chan. Und der hat jetzt dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo stehen, The Night of Shadows mit vielen Yin und Yang rausgebracht. Das ist so ein Abenteuer-Action-Drama. Das habe ich selbst überhaupt gar nicht gesehen. Aber was ich sehen werde, ist 2020 sein neuestes Ding. Da hat er nämlich sowohl das Drehbuch selbst geschrieben, als auch die Geschichte, als auch die Regie und spielt auch selber die Hauptrolle. Und das ist dann The Sleuth of Ming Dynasty. Das ist dann eine chinesische Koproduktion. Das ist eine Serie dann. Das ist eine Dramaserie mit 40 Folgen. Unter anderem auch mit Darren Chan, den ich auch sehr gerne mag. Und da freue ich mich sehr drauf. Die spielt dann halt auch im 16. Jahrhundert und ist dann eine Geschichte um eine Verschwörung. Und da reibt Kali sich schon die Pfötchen. Und deswegen habe ich mit Jackie Chan ein bisschen mehr zu tun. Aber ich sag mal, diese ganzen alten Jackie Chan-Filme, da kenne ich bloß alles, was im amerikanischen Bereich passiert ist. Ich glaube, so viel kenne ich da auch nicht. Also insgesamt nicht. Ich habe Police Story 1-2 gesehen, was einfach auf der Stunt-Ebene so völlig unglaublich ist.
Also Jackie Chan, ich habe ja wirklich nur das Amerikanische gesehen tatsächlich, der ist auch ein bisschen mal nachholen. Jetzt hier die klassischen Rush-Hour-Dinger und wer weiß, was mir gar nicht, fällt mir gerade nicht mal so unbedingt ein, was ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich Jackie Chan immer als den lustigen Martial-Arts-Künstler sozusagen verbunden habe, der halt immer sehr schnelle, saloppe Bewegungen macht, das mit sehr viel Komik verbindet und auch unglaublich schnell in den Bewegungen ist, tatsächlich. Jo, ich würde sagen, oder fällt dir jetzt noch irgendwie, also es fällt ja mir dann doch immer noch mal was ein, aber gerade jetzt hast du noch was zu Charlize. Kanntest du vom Cast hier sozusagen noch einen? Also ich behaupte, der Name Leslie Cheung, wie auch immer man den nur ausspricht, hätte ich schon mal irgendwo gelesen, habe aber auch lange gedacht, das wäre sie. Also hat das schon mal nicht gepasst. Aber na gut, Leslie passt ja auch Mann und Frau, ne? Genau, Leslie Nielsen. Leslie Ann Ward. Ja. Nee, genau, also der einzige Name, der mir im Vorspann so, wo ich dachte, ja, den habe ich schon mal gehört, ist hier der Produzent Zhu Haag, wie auch immer man den wieder nur ausspricht, ohne dass ich von dem jetzt groß was gesehen habe, der aber auch meines Wissens eben viel als Regisseur unterwegs ist, nicht nur als Produzent bis heute. Und eventuell bei dem Regisseur habe ich mal überlegt, aber habe ich auch, wie gesagt, nicht nachgeguckt, deswegen kann ich da nicht weiter sagen, ob der nochmal... Ob der mir schon mal titeltechnisch zumindest über den Weg gelaufen ist, ohne dass ich die Filme gesehen hätte. Also ich habe ja von vornherein gedacht, ich werde da gar keinen kennen. Tatsächlich ist mir Leslie Chang auch ein starker Begriff, weil der auch einen unglaublichen Einfluss auch hatte. Der war ja immer so dieser, ist einer der Topstars vom Hongkong-Export her, der ist ja damals auch ausgewandert nach Kanada und ist halt sozusagen einer der wenigen Stars, die halt auch, also weil er selber privat bisexuell war, auch gerne homosexuelle Charaktere sozusagen porträtiert hat, was nicht so häufig der Fall ist tatsächlich in China, was auch heute sozusagen immer sehr, sehr eingeschränkt oder halt mit wenig Zeigen umgesetzt wird. Und das, deswegen müssen wir auch bekannt. Ich habe lustigerweise mal, ich habe mal gelesen, warum er sich Leslie genannt hat, also die Chinesen, ich glaube, die meisten wissen das schon, aber bei den Chinesen ist es ja so aus der Geschichte heraus, dass die neben ihren normalen Namen sich immer englischen Namen nochmal selber ausdenken, mit denen sie sozusagen international agieren, weil das aus der Geschichte heraus sich so ergeben hat. Und er hat sich halt Leslie genannt aus seiner Leidenschaft für den Film Vom Winde verweht. Mhm. Wer war da Leslie? Also ich glaube, das war, Leslie weiß ich gar nicht mehr, ich kann mich nur an Ashley erinnern, also, ich muss den Film auch nochmal wieder sehen, aber ich glaube, das war der Regisseur oder irgendwie irgendwas hinter den Kulissen, ein Drehbuch irgendwie, also es hat auf jeden Fall mit damit zusammengehangen. Na ja. Also ich habe die Anekdote nur im Hinterkopf, ich kann dir das nicht mehr genau sagen. Ja, also ich meine, so Künstlername, Schrägstrich, dieses, gerade für den westlichen Markt nochmal einen anderen Namen zu nehmen, ich meine, ist ja bei Hollywood-Schauspielern auch nicht anders, die heißen ja auch selten so, wie sie in der Geburtsurkunde stehen. Nee, das meine ich nicht, aber ich habe in der Geschichte das herausgekommen, als sozusagen, als dann viele die westliche Welt in den Osten kam, dass gerade aus dem westlichen Bereich sich ergeben hat, dass die dass es schwierig ist, die Namen auszusprechen, die chinesischen Namen umzusprechen. Deswegen hat sich aus der Tradition Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich so fest durchgesetzt, dass die Chinesen, also alle chinesisch Angehörigen, zwei Namen haben. Das ist definitiv so. Also ich habe das, deswegen ist es auch mal, was ich zum Beispiel verwirrend finde, das ist jetzt ein Beispiel wie aus der Serie, ich weiß, aber auch ein Filmschauspieler, deswegen kann ich das auch sagen, von der Jugend sozusagen, da gibt es halt einen, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß, der ist halt zum Beispiel in der IMDb als Connor Leung drin und der ist, also das ist sozusagen alles, was den alles, was Amerika und Europa abdeckt, dann hast du halt Dramalist, was ja mehr sozusagen so den mittelasiatischen Bereich abdeckt. Da ist er als drinne als Leon Leng. Mhm. Und in Wirklichkeit ist er noch wieder anders. Also das finde ich unglaublich schwierig zu benennen. Also wenn ich den in meinen Blog dann immer reinschreibe, da weiß ich immer nicht, welchen Namen ich nennen soll. Das ist für mich immer sehr irritierend. Aber insgesamt gibt es dann halt immer richtig schön, also gibt es dann halt immer Sachen, die Namen sind dann auch nicht unbedingt orientiert an den richtigen Vornamen oder den Nachnamen, das ist dann halt auch sehr frei gehalten. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Dylan Wang, der heißt in Wirklichkeit Wang Hedi. So, also als Beispiel jetzt mal so, das ist halt komplett frei gehalten, aber es ist halt, jeder sucht sich da seinen Namen aus, das ist normal. Selbst nicht so. Ja. Also ich habe jetzt so quasi erstmal meinen Pulver verschossen zu dem Film. Na gut, dann frage ich nochmal ganz Schluss, das Offensichtliche. Und hast du Spaß gehabt? Ja, also wenn jetzt so der Dreisatzfazit ist, ein sehr kurzweilig, humoriger Film mit jeder Menge Action und eben auch so Fantasy-Horror-Grusel-Elementen, ja. Und einer
Liebesgeschichte im Kern. Also mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht, von der ersten Minute an, muss ich sagen. Hat mich sehr gut abgeholt, ich bin sehr positiv überrascht. Habe auch dann selbst nochmal bei mich selbst reflektiert, wenn ich daran denke, wie sich mein Filmgeschmack oder meine Offenheit, was Filme angeht, so in den letzten 10, 20 Jahren geändert hat oder gewandelt hat, da bin ich ja stolz auf mich selber. Also vor 20 Jahren hätte ich gesagt, nee, asiatisches Kino nie im Leben, will ich gar nicht sehen, vor 10 Jahren sogar noch. Das war überhaupt gar nicht meins. Und jetzt frage ich mich, warum habe ich eigentlich diese Haltung eingenommen? Mittlerweile, dadurch, dass ich im selben Bereich, stöhne ich manchmal schon, weil ich eine amerikanische Serie gucken muss, weil ich ja komplett nur auch auf dem asiatischen Markt fixiert bin. Das ist für mich dann immer schon eine Überwindung, mal wieder diese Klischee-Pappe dann zu gucken, mit der man aufgewachsen ist. Bei dem asiatischen Kino, dieses Überzeichnete, das gefällt mir unglaublich gut und diese visuellen Inszenierungen. Da frage ich mich wirklich, ach Carly, warum hast du das eigentlich nicht vorher irgendwie eingesehen oder mal... Warst du immer ein bisschen offener, was war mit mir los? Und dann bin ich froh, dass wir das so nach und nach jetzt hier ausgleichen können. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen mehr asiatisches Filme anschleppe in Zukunft. Da tut es mir leid, das ist mein Faible. Leid tut es nicht, okay. So. Ist ja hier unsere Entdeckungsreise, dieser Podcast. Und ich meine, wir haben, weiß ich nicht, wie gesagt, 3, 4, 5 Filme asiatischer Herkunft haben wir nur auch im Archiv hier. Also wenn ihr so, also es gibt ja relativ wenig sozusagen im Verhältnis jetzt. Ja, ich überlege auch gerade, also wir haben hier diesen Musashi Miyamoto, diese Samurai-Trilogie hatten wir relativ früh mit Thomas damals noch gemacht. Das sind sozusagen 3 Filme. Wir hatten die 7 Samurai jetzt gerade ja gehabt. Wie gesagt, ich meine, wir hatten Ugetsu und ich bin nicht 100% sicher, ob es Unibaba ist, aber ich behaupte jetzt einmal, es war Unibaba. Ich überlege, ob wir Godzilla besprochen haben. Da bin ich mir nicht mehr richtig sicher. Original. Ich würde sagen, es sind hauptsächlich tatsächlich japanische Filme. Christian hatte noch, glaube ich, The Killer oder Hardboiled mit Nils gemacht, als sie in Hamburg waren. Den geguckt. Kann man ja im Archiv nachgucken, das ist ja jetzt nicht die große Herausforderung. Also ich glaube, so war allgemein, so habe ich auch eher so japanische Filme gesehen. Also diese Ring-Reihe habe ich, glaube ich, damit zum dritten mitgeguckt. Also jetzt mal die japanische Variation. Ja, ich glaube, den Grudge habe ich die... Naja, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall... Den Grudge kenne ich nur die Neuverfilmung, die amerikanische. Aber ich fand auf jeden Fall das sehr, sehr befremdlich damals von der Inszenierung und das hat mir auch, das hat mich auch nicht so abgeholt bei The Ring. Da fand ich, das hat mir so, das war halt das, war komisch. Ich kriege das aber auch nicht mehr auf die Kette. Das ist jetzt auch schon wieder zu lange her. Tatsächlich aber jetzt wirklich chinesische Filme oder Hongkong. Also so 3, 4 Filme habe ich ja hier noch auch zu Hause stehen. Kann ich dich auch mal mit nerven. Aber, also jetzt auch abseits des Podcasts, aber bin da jetzt auch nicht ein weites Feld, sagte der alte Vater von Effi Priest immer, ne? War doch der Spruch. Ach, ich habe jetzt überlegt, jetzt echt, ob ich diese Jackie Chan Serie anfange, die aktuelle mit Yin Yang. Na gut, das kommen wir dann auch an. Achso, Entschuldigung, jetzt bin ich, jetzt habe ich schon wieder meinen Gedankengang ausgesprochen. Ja, okay, also das war auf jeden Fall, Chinese Ghost Story, das war dann mal meine Wahl. Ja. Mal sehen, was Max das nächste Mal sich wieder ausdenkt. Hast du da schon eine Idee? Habe ich nicht tatsächlich. Ob wir ein deutsches Problemkino machen oder... Keine Ahnung, vielleicht ja auch Richtung Schatzkiste. Siehst du, wenn alles klappt, dann kommt die Folge hier kommt raus am 25. August. Und wer in Rostock oder Umgebung unterwegs ist oder mal einen Wochenendtrip machen möchte, im September ist der große Plan, Akira im Kino zu zeigen. Oh echt? Von den 88er Anime. Gott, mal aufpassen hier. Genau. Der schon öfter mal angefragt wurde im Rahmen der Schatzkiste und nochmal geguckt. Ich habe die Mail selbst, finde ich nicht mehr, aber vor 4 Jahren, 2015, hatte uns mal jemand geschrieben, der es so toll fand und dann eben einen Filmwunsch hatte und das auch sehr leidenschaftlich dargelegt hatte, der dann meinte, also meine Bitte, lange Rede, kurzer Sinn, Akira zeigen. Und Akira, was ist, erzähl mal für jeden Laien, was ist das genau? Es ist die Verfilmung eines Mangas. Ist von 88, spielt 2019, also spielt im Jetzt. Und wie war das? Ich glaube, es gab Atomexplosion oder Atombombenabwurf über Tokio und in Neo-Tokio herrschen Gangs und ich weiß auch noch nicht so viel darüber tatsächlich. Ich habe den auch noch nicht gesehen, deswegen ist das auch für mich eine Entdeckung. Und könnte man das auch in hier in die Wiederaufführung reinbringen oder ist das ja nur auf einer Schatzkiste? Die Schatzkiste haben wir ja schon öfter mal dann genutzt. Also das wäre den nächsten Monat? Das wäre im September und wahrscheinlich, jetzt muss ich selber mal kurz gucken hier,
Höchstwahrscheinlich die Wochenenden 6. bis 8. September und 13. 14. so, das dürften die Termine da in diese Gegend fallen. Ja, und wie groß ist die Wetterwahrscheinlichkeit, dass wir definitiv Akira in der nächsten Runde besprechen? Weiß ich nicht, können wir uns dann noch ausknobeln, aber können wir gerne machen, auf jeden Fall, denke ich. Ja, bin auch dafür, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe ja jetzt gerade, jetzt ganz mädchenartig, würde ich mir gerne nochmal so, Your Name wollte ich sehen, und dann hatte ich ja hier so I Want to Eat Your Pancreas. Kommen auch bald Filme. Ja. Habe ich gesehen. Ja, ja. Oder Animes. Also Animes, ne? Also von zumindest das andere, das I Want to Eat Your Pancreas, das habe ich ja den Manga gelesen gehabt, und ich hatte jetzt tatsächlich eine Filmesprechung von meiner Lieblingsbloggerin gelesen gehabt, die halt immer durch die ganze Welt fliegt und sich die Filme anguckt in verschiedenen Orten, und die hat da ja sehr, sehr von geschwärmt, deswegen bin ich da auch sehr da spitz drauf. Ja, also vielleicht wird der nächste Film dann September wird vielleicht Akira oder vielleicht auch mehr oder keine Ahnung. Wir haben jetzt tatsächlich den Umstand, dass wir theoretisch auch wieder häufiger aufnehmen könnten. Naja, sag das mal nicht zu laut, weil wir ja noch einen zweiten. Andere Projekte. Nichtsdestotrotz, das war A Chinese Ghost Story hier bei Wiederaufführungen. Wie es weitergeht, haben wir gerade orakelt. Schreibt uns gerne auf wiederaufführung.de oder kontaktiert uns auf Twitter. Bei Facebook sind wir ja nicht mehr. Was, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr da so von haltet und so, oder was wir wieder nicht angesprochen haben hier, es kommt ja oft, wie gesagt, vor, dass man so Sachen, wenn ich jetzt den Ausknopf drücke, dass ich denke, hätte ich mal noch Dings erwähnt, darüber wollte ich schon noch reden. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einer mir das mit dem Sanskrit erklären kann. Ja, erklärt uns Sanskrit und die Bedeutung dieses. Nein, nicht Sanskrit selbst, das weiß ich schon, aber warum das mit dem Terrorismus so verknüpft ist. Das so zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß nur, mir fällt jetzt tatsächlich nur das thailändische und das koreanische und das japanische Tschüsswort ein, deswegen kann ich jetzt das auf Chinesisch nicht sagen, deswegen sage ich Tschüss. Guckt Filme, habt Spaß dabei, auf Wiederhören. Ciao, ciao.